Filmmusik von Das Boot. Einst von ihm als Techno-Song veröffentlicht und jetzt der Remix mit dem ganz großen Symphonieorchester. Eins der Lieder auf seinem neuen Album. Im Geschäft ist Alex Christensen seit über 30 Jahren. Und seinen ersten Ohrwurm kennt wirklich jeder. Ritmo della Noche. Seitdem findet man den Produzent und Komponist nicht nur auf den Bühnen des Landes, sondern auch regelmäßig in den Charts. Er arbeitete unter anderem mit Right Said Fred, Tom Jones, NSYNC und Helene Fischer zusammen und zieht so seit 3 Jahrzehnten die verschiedensten Generationen auf die Tanzfläche. Dabei wird er nicht müde, seine Musik immer wieder neu zu erfinden. Und ab Mai geht er mit seinem neuen Album auf Deutschland-Tournee gemeinsam mit dem Berlin Orchestra. Dafür hat er seine größten Hits aus den 90ern nochmal neu aufgelegt. Und 2 Termine führen ihn in den Norden, nach Rostock und in seine Heimatstadt Hamburg. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Alex Christensen. Schön, dass ich sein darf. Guten Abend. Sehr gerne. Klassik zu vermischen mit Elementen des Eurodance, mit Techno, das klingt, wie wir gerade gehört haben, unglaublich modern, mitreißend. Du hast es auch mal in einem Interview gesagt, wenn du da mit diesem Orchester auf der Bühne stehst, das ist immer noch so, dass dir jedes Mal der Schweiß dem Rücken runterläuft. Was ist das Besondere für dich? Ganz besonders ist natürlich, dass hinter mir sitzen 30 Menschen, die perfekt im Instrument sind und die von mir erwarten, genauso perfekt als DJ zu sein. Das ist ein ganz anderer Druck, den ich so nicht kannte und über die Jahre, jetzt habe ich mich langsam daran gewöhnt, aber es ist immer noch so, dass ich sehr aufgeregt bin und mich jedes Mal positiv freue, endlich eine Show zu spielen. Mhm. Man merkt es auch, da ist eine positive Energie auf der Bühne. Und das, obwohl du das jetzt schon lange machst, das ist das 5. Album, das du rausgebracht hast. Die Songs, wie wählst du die aus? Haben die dir auch was bedeutet in den 90ern? Also ich wähle die Songs sehr subjektiv aus. Also ich muss mit dem Song irgendeine Verbindung haben. Entweder muss ich den mitgeschrieben, produziert haben oder irgendein besonderes Erlebnis gehabt haben, dann kommt er erst auf mein Album. Weil ich glaube, gerade live muss ich dazu eine Geschichte erzählen können und irgendwie eine Verbindung haben. Und das merken die Menschen und die merken dann auch, dass das eben authentisch ist. Ja, Authentizität, ganz wichtig heutzutage. Deine Handschrift erkennt man in aber auch so vielen Songs wieder. Ne? Unsere Zuschauer kennen vielleicht Right Said Fred, Coldplay, Helene Fischer, Peter Maffay und alle Leute, mit denen du schon produziert hast. Kann man sagen, in dieser langen Karriere konntest du dir alle Träume erfüllen oder gibt es noch Dinge, die du verwirklichen möchtest? Naja, es ist im Leben so, dass es immer so viele Träume gibt, die man nicht erfüllt und man soll sich eigentlich darüber freuen, dass man ein paar Träume erfüllt hat. Also das hört nie auf und das ist auch die Begeisterung, die ich habe an Musik, dass man irgendwie immer wieder sich so neue Luftschlösser baut und irgendwie denkt, ob das was werden könnte. Und auf einmal, ich dachte auch mit meinem Orchester, dass ich jemals so auf so einer Bühne stehen darf. Das habe ich auch nie gedacht und das habe ich mir auch eigentlich immer so gewünscht, aber wollte ich erst gar nicht aussprechen. Jetzt ist es so, dass ich das eben schon seit 7 Jahren mache und mich jeden Tag wie ein kleines Kind freue und denke, ist das nicht großartig und schön und diese Freude eben auch teilen kann, wenn wir live auf Tour sind. Und ja, da werde ich weiter hart dran arbeiten, dass es immer besser wird. Mhm. Aber es ist bestimmt nicht nur Freude, oder? Weil es ist eine Menge Reisestress. Ich habe mir deinen Kalender mal angeguckt, das ist jetzt fast jeden Tag woanders. Wie anstrengend ist es? Ich finde das so vermessen, als Künstler zu sagen, die Arbeit ist anstrengend. Das ist sicherlich aufregend und auch hier und da anstrengend. Aber ich finde, jemand, der irgendwie an der Kasse sitzt und was weiß ich, da Getränke scannen muss, das ist einfach richtig harte Arbeit. Und deswegen finde ich, lebe ich in so einem Bälleparadies und kann eigentlich glücklich sein, dass ich jeden Tag unterwegs bin. Okay, aber deine Akkus sind doch bestimmt auch mal leer, oder? Wie lädst du die wieder auf? Ja, die sind auch mal leer. Die lade ich dann auf, indem ich einfach Ruhe suche, irgendwie mich auf eine Bank setze und irgendwie nur den Vogelgezwitscher zuhöre oder zu Hause mal ein Buch lesen. Das sind so meine Momente, wo ich meinen Akku auflade und wo ich dann zur Ruhe komme und eben auch keine Musik höre. Das ist mir dann auch ganz wichtig. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die fand ich ganz spannend. Dein Sohn heißt Tiger und spielt Golf und ist sogar eines der größten deutschen Talente. Noch hast du die größere Karriere, aber gibt es irgendwas, was du ihm weitergeben kannst, was ihm für seine Karriere vielleicht auch hilft? Was großartig ist, dass er sich eine eigene Karriere geschaffen hat und muss nicht irgendwie im Schatten seines Vaters gedeihen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und das ist auch ein schöner Moment, wenn ich jetzt mal mit darf und irgendwie seine Tasche trage oder seine Schuhe putze, dass ich unsichtbar bin. Das freut mich total. Und ich freue mich jeden Moment, den ich mit ihm verbringe. Und dass er damit so erfolgreich ist, das ist mehr als verdient und natürlich für ihn auch großartig. Ja, großartig auch für uns zum Zugucken. Erst einmal ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Und wir, liebe Zuschauer, verlosen jetzt 3x2 Karten für das Konzert in Rostock am 31. Mai. Alles, was Sie tun müssen, ist anrufen unter 01375 80 80 80. Die Nummer sehen Sie hier eingeblendet. Und dann hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wenn Sie gewonnen haben, rufen wir Sie zurück. Alex, dir
ganz herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für die Tour. Vielen Dank, das war großartig hier.